Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu Wellheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Es ist mal wieder viel zu früh. 6.40 Uhr haben wir es genau. Und deswegen trinke ich jetzt aus meiner unsichtbaren Tasse. Ah, da schmeckt der Kaffee gleich viel besser. Ein bisschen ASMR war für euch auch noch dabei. So, schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich habe es gerade eben schon gesagt, ich habe richtig Bock weiterzumachen. Ich habe es gestern leider nicht mehr geschafft, noch weiterzuspielen. Aber heute sollte ich es auf jeden Fall hinkriegen. Wir packen jetzt hier erstmal die Schmelzöfen wieder voll. Ich wollte das ja eigentlich alles schon machen, aber manchmal lässt es die Zeit nicht zu. Aber ist ja auch nicht wild. So, wir müssen uns dringend um die Kohlenmeiler kümmern. Die haben produziert. Was war denn jetzt los? War auf einmal Abzug gegeben? Bam, sehr schön. Ausdauer wie immer richtig geil. Ja, so wirklich weiterbauen können wir hier nicht mehr, weil Holz fehlt. Das heißt, wir müssen uns eigentlich erstmal entweder um Rohstoffe kümmern. Was ich aber nicht unbedingt jetzt im Let's Play machen wollte. Oder wir kümmern uns, ich würde sagen, wir kümmern uns in der heutigen Folge mal ein bisschen um Eisen. Weil wir brauchen unbedingt Eisen für die verstärkten Holzpfosten. Ach, die waren schon noch komplett voll. Okay, dann schmeißen wir das hier erstmal in die Kiste rein. Hier ist auch noch ein bisschen was. Ach, schaut mal, wir haben hier auch noch 2 Silber. Ich glaube, es müsste dann sogar schon bald reichen. Zumindest knapp sollte es passen. So. Wir reparieren jetzt mal die Spitzhacke und dann machen wir uns auf in den Sumpf. Ich habe eigentlich gar keinen Bock. Und bevor wir jetzt wieder komplett unvorbereitet in den Sumpf starten, wollte ich sagen, packe ich dafür einfach mal ein bisschen Giftmet ein, aber das haben wir auch nicht. Ach, verdammt. Das heißt, wir müssen unbedingt noch Giftmet herstellen. Honig, Distel, Nixenschwanz, Kohle. Oh, auch noch Kohle. Ey, das ist ja hier ein Teufelskreis. Was ist denn los? Wir haben kaum Kohle. Dann möchte ich lieber mit euch in den Sumpf gehen. Jetzt haben wir keinen Giftwiderstand, brauchen dafür Kohle. Ach Mann. Gut, läuft irgendwie alles nicht, was ich mir so gedacht habe. Bedeutet wiederum, wir machen uns jetzt wohl doch mal auf, ein bisschen Holz sammeln. Wir können mal gucken, ob wir den Helm vielleicht schon auf eine nächste Stufe kriegen. 10 hat's gekostet, aber ich glaube nicht, weil wir hatten ja jetzt hier gerade erst 2 reingeworfen. Na 9, doch, kriegen wir hin. Gib mir noch 1 Silber hier vorne, dann machen wir den auf die Stufe 2 und dann gehen wir... Na, ich würde sagen, wir gehen mal wieder in die alte Basis. Weil wir müssen uns den Eiktür-Skill unbedingt holen. Ohne den gehe ich kein Holz mehr sammeln. Hab halt aber auch gar keinen Bock, ohne Giftwiderstand in den Sumpf zu gehen. Muss einfach nicht unbedingt sein. So, Schmiede, Upgrade. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Drachenhelm. Ach, ich bin aber auch bescheuert, ey. Einfach zu früh. Reit denn die Möwe da so rum? So, zack, Stufe 3. Und für Stufe 4 brauchen wir... Ne, 15 bloß. Also sind doch nur 5 mehr geworden. Das sieht doch zumindest schon mal gut aus. 77 Rüstung. Hilft nur alles nichts gegen Gift. So, ach, essenstechnisch sieht es ja auch... Oh Mann, wir sind zurzeit einfach... Wir haben gar nichts mehr. Wir haben kein Holz, wir haben keinen Giftwiderstand. Wir haben keine Lebensmittel mehr. Keine Marmelade mehr. Suppe haben wir zum Glück noch. Würste sind auch leer. Wir müssen uns unbedingt mal hier drum kümmern. So, das hat Blaubeeren und sowas gekostet. Blaubeeren, Himbeeren, ne? Blaubeeren, Himbeeren. So sieht's aus. Dann nehmen wir die Blaubeeren. Nehmen hier mal noch ein bisschen Himbeeren dazu. Machen uns etwas Marmelade. Da stellt's zum Glück immer gleich 4-mal her. Müssen wir nicht ganz so oft drauf rumdrücken. Komm, Feuer frei. Wir ziehen jetzt hier gleich mal 20 Stück durch. So. Können wir 10 Stück erstmal wieder in die Kiste packen. Und hauen hier mal noch die Himbeeren wieder weg und die Blaubeeren. Weiß gar nicht, warum ich die so weit auseinander gepackt habe.
Aber darf er nicht so viele haben, glaube ich. So, es ist Nacht, aber das soll uns jetzt nicht stören. Ich möchte jetzt nicht unbedingt nochmal schlafen gehen. Ausgeruht-Skill ist noch 12 Minuten da. Stein haben wir auf jeden Fall. Oh, ist hier noch Holz? Ne, Hirschfell. Möchte ich jetzt erstmal nicht. Wo ist das Ding für die Basis? Hier ist es. Ja, lasst uns den Aikyo-Skill jetzt holen. Dann können wir gleich hier im Bereich der alten Basis noch etwas Holz sammeln. Wir waren lange nicht hier. Wenn man das einfach mit der jetzigen Basis vergleicht, ist das echt ein Witz hier. Aber ich fand es trotzdem ganz gemütlich. Also das Haus, das Langhaus hier hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Was ist denn hier? Boah, Gott, seit wann macht ihr denn solche Geräusche? Ich dachte schon, hier kommt jetzt sonst irgendwas an. Gerne mal wissen, was der uns abzieht. Wir haben 96 Leben. Wir sehen es eh gleich an der Schadensanzeige. Komm, Berserker, hau doch mal drauf. Wir haben so viel Rüstung. 2,3. 0,6. Da hat sich, glaube ich, gar nicht so viel verändert. Jetzt nach den Upgrades. Das waren, glaube ich, die ganze Zeit 0,6. Und da sind wir auch schon. So, gib mir einmal Eiktür. Ich bin wieder so schlau. Einfach keine Axt mitgenommen. So wird das natürlich nichts. Wo ist denn der Berserker hin? Ich würde dem gerne mal hier so einen Pfeil reinrammen. Ach, die Ausdauer. Leicht verfehlt. Jetzt aber Unvergiftung. Komm, zieh durch. Ja, die Vergiftung hält halt doch sehr kurz bloß an. Und irgendwie überleben die Gegner immer mit einem Millimeter Leben. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie passiert das immer so. Entweder können die durch Gift nicht sterben, was aber Quatsch ist, weil wir können es ja auch. Ach Schweinis, dass ihr noch nicht verhungert seid. Es tut mir leid. So, haben wir hier mal eine Fackel. Hauen wir hier mal kurz ein bisschen Harz ins Feuer. Wir hatten nur eins. Ich würde gerne mal gucken. Haben wir hier vielleicht noch eine Axt? Steinaxtstufe 1. Feuersteinaxt. Ja, gut. Ist jetzt vielleicht nicht die... Na, obwohl. Wir haben doch mittlerweile schon eine Eisenaxt. Wäre jetzt auch Quatsch, dass wir uns Eiktür holen, um dann mit einer schlechten Axt Holz sammeln zu gehen. Nee, dann beamen wir uns doch nochmal zurück. Gucken mal nach der Axt in unseren Kisten. Und sammeln halt hier noch ein bisschen was. Es ist natürlich schon ein krasser Unterschied. Wenn das Häuschen hier dann mal noch steht. Das wird mega. Und wir sind wieder auf 9 Minuten ausgeruht. Ah ne, wir hatten 12, ne? So. Wir haben keine Axt. Wieso nicht? Bei Waffen mit reingeschmissen. Jupp. Nee, Bronze-Axt hatten wir. Eine Eisen-Axt. Haben wir eigentlich schon wieder viel zu viel im Inventar. Aber was soll's. So, 16 Minuten Ausgeruht-Skill ist wieder am Start. Wir gehen mal dahinter, sammeln noch ein bisschen Holz in der Zeit. Dann können wir einerseits die Kohlenmeiler mal wieder vollhauen. Oh ja, nixe. Könnte ich gut gebrauchen. Hat aber mal wieder keinen gegeben. Was ist denn hier los? Warum rennen hier denn Skelette rum? Odin ist wieder am Start. Ich würde dem gern mal einen Pfeil reinschießen. Ah, wäre irgendwie cool gewesen, wenn er jetzt völlig austickt, uns tot macht und das ganze Spiel zu Ende ist. Aber ich glaube, ich bin auch nicht der Erste, der es ausprobiert hat. So, da haben wir noch ein Reh. Haben wir verjagt. Na gut. Ich hoffe halt wirklich nur, dass jetzt hier nicht auf einmal wieder ein Drachen von oben kommt. Und uns die Birne einschießt. So, zack, Eiktür an. Ach, ich bin auch... Ich weiß nicht, was los ist zurzeit. Ich bin so dumm. Ich nehme mir natürlich den Eiktür-Skill, um Bäume zu fällen. Ich brauche noch einen Schluck aus der unsichtbaren Tasse. Ansonsten wird das heute nichts mehr.
So. Ich verstehe eigentlich auch gar nicht, warum die unsichtbar ist, weil die Tasse ist gelb und mein Greenscreen ist grün. Aber anscheinend ist das irgendwie so, dass sich das doch zu dolle ähnelt. Naja, was soll's, dann gehen wir jetzt hier ein bisschen Holz sammeln. War echt doof von mir, voll verschenkte Zeit. Wir haben halt aber auch so lange die Skills nicht mehr geändert, dass man da auch mal durcheinander kommen kann. Dafür können wir jetzt unendlich viel rennen. Zumindest mehr rennen, unendlich nicht. Genau das mag ich am Gebirge. Dass da nicht alle zwei Sekunden irgendwas ankommt. Ich meine, es ist natürlich auch Nacht. Eigentlich ist es voll Pfeilverschwendung, aber ich möchte auch unseren Bogenskill noch ein bisschen trainieren. Stirb an Vergiftung. Nein, überlebt wieder mit 1 Millimeter. Nee, der wurde geheilt vom Schaman. Das war's. Es hört nicht auf, ne? Oh, wir haben die Brechbären gefunden. Die Bugberries, geil. Hier hat anscheinend einer von denen jetzt fallen gelassen. Dann hat sich das Rätsel auch gelöst, wie wir die kriegen. Wie sieht's denn aus? 54 Holz, naja. Man sollte auch die Axt benutzen. Aber jetzt nicht ins Wasser rollen. Bitte nicht. Ist ja nicht schlimm mit dem Skill. Wir möchten jetzt sowieso, oder ich möchte jetzt sowieso bloß ein bisschen was sammeln. Hauptsache, wir können in der Folge noch etwas weitermachen. Dass wir zumindest ein bisschen Holz haben, um das Häuschen weiterzubauen und andererseits auch ein bisschen Holz, um Kohle zu produzieren. Bin mal gespannt, wie oft die das droppen. Vielleicht kommt es auch nur von dem Schamanen. Dass nur der welche fallen lässt, kriegen wir alles in den nächsten Folgen noch raus. Kommt denn jetzt schon wieder? Guck mal, da ist einer. Siehst du, dann kriegen wir es vielleicht sogar raus. So, mal schauen, was er fallen lässt. Krautzwergenauge, Harz? Nö. Wir müssen auch unbedingt hier mal wieder neue Bäume pflanzen. Meine Samen müssten wir eigentlich genug davon haben. Dass es hier nicht so kahl drumherum wird. Sieht ja dann auch nicht schön aus, wenn wir von unserer Basis nach draußen gucken. So, wir sind fast voll. Buchensamen, noch ein bisschen was. Und jetzt nehmen wir uns noch etwas Holz mit. Und dann reicht der Eigtür-Skill doch sogar noch aus, um wieder nach Hause zu kommen. Bam. Können wir mal rausschmeißen dafür. Die Steine. Ui, was ist denn hier? Oh, guckt mal, sogar mit richtigem Geweih. An die Stufe 2 Hirsche schon immer so? Ach, verdammt. Jetzt haben wir das erste Mal Hirschfleisch bekommen. Ach, come on. Ah, das sieht jetzt so aus. Alles klar. Müssen wir dann gleich mal noch einsammeln gehen. Na gut, wenn ich den jetzt hier wegschieße, merke ich mir, obwohl es blinkt, ja. Nö, es ist mir zu weit. Der darf überleben. Wir schmeißen die Kohlenmeiler jetzt voll. Und bauen noch ein bisschen Häuschen weiter. Jetzt müssen wir mal schauen, wie viel können wir... Ja, eigentlich müssen wir es vollhauen. Dann sind halt 50 weg. So, und das. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen... Ach, nur damit das schneller geht, dass wir uns hier mal den Hammer schnappen. Und jetzt hier mal einreißen. Und hier. Dass die halt auch ordentlich arbeiten.
So, wie sieht's aus? Wir haben noch ganze 59 Holz. Da lässt sich doch zumindest schon mal ein bisschen mit arbeiten. Überlege, ob's... Wohl, nee, wäre nicht schlauer gewesen. Vergesst, was ich sage. Wie machen wir jetzt hier am dümmsten weiter? Ich möchte halt eine hohe Decke haben. Das heißt, jetzt hier Querbalken ziehen fällt eigentlich erstmal aus. Ich würde ganz gerne noch eine Etage höher kommen. Das heißt, wir brauchen im Idealfall erstmal sowas wie eine Leiter oder Treppe. Jetzt geht wieder das ganze Rumgekletter los. Das war dumm. Wir sollten am besten schon rückwärts laufen dafür. Man könnte natürlich auch ein Gerüst drumherum bauen, dass man halt wirklich besser rankommt, aber da bin ich einfach zu faul für. Muss ich ehrlich gestehen. Dann mache ich mir das Leben lieber schwer und kletter hier auf den Holzbalken blöd drauf herum. So, bei dem bin ich mir nicht so sicher. Das würde ich eigentlich, glaube ich, gerne ein Stückchen tiefer haben als das Haupthaus. Weil hier soll natürlich noch so ein schönes rundes Dach drauf kommen. Das wird auf jeden Fall auch komplette Verzweiflung bei mir. Runde Dächer bauen. Nein, das war klar. Kriegen es halt leider nicht von hier drauf gesetzt. Wäre cool, wenn es irgendwie einen Shortcut gäbe, dass das Spiel checkt, hey, du sollst es oben drauf setzen. Ach, sag mal, was ist denn los hier? Obwohl, kriege ich es von hier hin? Das wäre natürlich noch geiler. Ja, perfekt. Dann können wir das doch so machen. Wir schneller voran. Und kriegen das Ganze hier noch ein Stückchen höher. Wie ist denn das? Sind die schon gelb? Nee, die sind noch grün. Also alles noch soweit stabil. Mal gucken, wann wir dann die ersten Verstärkten einsetzen müssen. Hier wollte ich ja eigentlich einen größeren Eingang draus bauen. Das heißt, hier wäre jetzt doof weiterzubauen. Eigentlich wollte ich mit dem Haus hier schon Schluss machen. Ich würde mal sagen, wir machen hier. Das heißt, hier gibt es jetzt nochmal so eine Balkenkonstruktion und das Holz ist leer. Geil. Hier möchte ich ja, wie gesagt, so einen Eingangsbereich machen. Der jetzt nicht unbedingt die zwei Etagen hoch sein muss, vielleicht auch noch mit einem kleinen Dach dran. Mal gucken, wie es wird. So, Kohlenmeiler haben ordentlich gearbeitet. Dann können wir jetzt endlich Giftwiderstand herstellen. Dann ist die Folge leider auch schon wieder vorbei. Ich schaff's definitiv dann heute, ein bisschen weiter zu spielen. Das heißt, ich hole uns auf jeden Fall Holz. Auch Kernholz, weil davon brauchen wir auch was. Wir haben zwar Kernholz sicherlich noch in der Kiste. Aber reichen wird das, glaube ich, nicht. War das nur so wenig Kohle? Jetzt habe ich es wieder richtig doof aufgeteilt. Ach, Menno. Aber, huch. Aber wir sollten es schaffen, unseren Helm noch auf Stufe 4 zu kriegen. Dann haben wir zumindest das abgeschlossen in der Folge. 10 Stück. Naja, der Rest produziert gerade noch. Wenn sich die Schmelzöfen ein bisschen beeilen, kriegen wir das auch noch hin. So, ich hau jetzt bei den Moltebeeren mal die Blueberries mit rein. Dann haben wir hier natürlich noch Hirschfleisch. Uiuiui, da war er wieder. Harz, die Augen hauen wir hier mit rein. Samen kommen drüben hin. Fell haben wir hier oben noch. Und eine Hirschtrophäe ist auch noch unser. Samen, Samen, Samen. Ist voll. Packen wir die hier unten rein. Holz hier drüben hin, das noch weg. Und dann sieht es auch schon wieder gut aus im Inventar. Perfekt. Lasst mal schauen, ob die schon 5 produziert haben. Die Rüben sind fertig. Jawohl. Wir haben 1. Es arbeitet nicht weiter. Ach so, weil nichts drin ist. Geil, und hier reicht jetzt die Kohle wahrscheinlich nicht.
Eins brauchen wir noch. Zwei Kohle. Doch, könnte gerade so reichen. Ja, einfach so rausholen können wir es natürlich auch nicht mehr. Weiß nicht, wenn wir es abbauen, wird es wahrscheinlich dann wieder bei rumliegen. Aber es hört trotzdem immer mal noch wieder auf. Ich bin mir halt nicht sicher, ob es wirklich am Abzug liegt. Der Balken hier oben vielleicht noch stört, den könnten wir auch mal noch wegreißen. Was denn jetzt? Die Kohle leer? Ach, das gibt's nicht. Geil, jetzt haben wir uns... Das haben wir richtig verkorkst. Gut, Folge ist zwar eigentlich schon rum, aber wir machen das noch schnell. Ich möchte mit euch den Helm jetzt noch auf die höchste Stufe kriegen. Ich darf jetzt bloß nicht alle Kohle reinschmeißen. Sonst haben wir nichts mehr für den Giftwiderstand. Dann gucke ich, dass ich heute Ressourcen sammle, dass wir dann morgen in der Folge auf jeden Fall wieder weitermachen können. So, ich heb mal die 10 Kohle auf. Wir haben jetzt weitere 5 Silber, 10 in der Kiste. Ergibt einen Drachenhelm Stufe 4. Bam. Und damit kommen wir jetzt, glaube ich, auf 80, auf 79 Rüstung. Mega cool. Wir haben es geschafft. Wir haben die eiserne Rüstung, die Wolfsrüstung. Die eiserne Wolfsrüstung. Wir haben sie endlich auf Stufe 4 komplett, damit bei 79. Geil. Besser können wir gerade nicht ausgerüstet sein. Üben einen Topf. Kostet auch wieder Fleisch. Okay, ich würde jetzt ganz gerne noch Giftwiderstand herstellen. Wir haben die Kohle, wir brauchen Nixenschwanz, Distel, Honig. 10 Disteln. Honig sollte es auf jeden Fall nicht dran scheitern und wir brauchen einen Nixenschwanz. Ich glaube, daran könnte es scheitern. Nein, scheitert nicht. Okay. So, dann lasst uns mal noch schnell die Metmischung herstellen, oben in den Fermentierer schmeißen. Dann kann das schon mal vor sich hin brodeln. Und wir können mit einem guten Gewissen und einer schönen Aussicht die Folge hier beenden. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's weiter mit der Brauerei. Bis dahin. Macht's gut.